Annika Beck, herzlichen Glückwunsch zum Erstrundensieg. Zwei, drei Worte zum heutigen Tag. Ja, es war ein schöner Tag, mal gutes Wetter, es war letztes Jahr leider nicht so. Ich freue mich, dass ich das Match glatt in zwei Sätzen gewinnen konnte. Es war teilweise sehr, sehr hart umkämpft. Deswegen war es ja eine gute Aufgabe für mich, schon mal zu zeigen, wie man in solchen Situationen reagiert. Es freut mich, hier weitergekommen zu sein. Ich habe mein Match genossen auf dem Center Court und die Atmosphäre war wie jedes Mal super. Das heißt, garantiert wieder auf dem Center Court, denke ich, jetzt gegen Kiki Bertens? Ja, das ist natürlich auch eine andere Hausnummer. Sie kommt von einem Halbfinale in Rom, hat unglaubliches Selbstvertrauen. Deswegen werde ich sicherlich nicht die Favoritin sein morgen. Das kann mir zugutekommen. Ich hoffe, dass ich wieder ein gutes Spiel zeigen kann. Wenn ich sie schlagen will, muss ich mein bestes Tennis spielen, das weiß ich. Ich hoffe, dass ich das abrufen kann und dann mal schauen, was möglich ist. Tennis Deutschland drückt dir die Daumen und viel Erfolg. Danke.